Willkommen zurück zu Risen und wir sind stehen geblieben und jetzt geht's auf. Ich habe im letzten Part ja fast alles verpeilt und jetzt sind wir aber bereit, nach oben zu gehen. Ich habe eben ein Video aufgenommen, wo ich... Ach, ist das hier schön. Gucken wir es mal kurz an. Ich habe eben ein Video aufgenommen, wo ich erzählt habe, warum ich jetzt Let's Plays mache und was, wie, wo, wann. Und ich weiß gar nicht, wie es angekommen ist. Aber, also noch nicht. Aber ich denke, ich bin überzeugt von der Sache. Und wir schauen mal, was uns weiterhin erwartet. Volle Gefahr. Und die Musik ist auch so schön im Hintergrund. Na, bevor wir jetzt da reingehen, gucken wir mal hier hinter. Warum wackelt das so? So. Oh. So, ich hoffe, die kriegen wir tot. Ja. So. Hier. Hier. So. So. Das war ja knapp. So, wir müssen es essen, um mehr Energie zu kriegen. Ja. Okay, nochmal. Und ich denke, das reicht mal. Nehmen wir auch die Pflanzen mit. Mana-Wurzeln. Ich denke, dass wir auch bald zaubern oder sowas können. Da wir... Ah, eine Goldmünze. Und eine Schriftrolle. Da wir diese Mana-Balken haben. Schwache magische Heilung. Ein kleiner Heiltrank. Ich finde es nicht so gut, dass wir die Heiltränke und sowas bekommen. Da es meist auf den Kampf schließen lässt. Aber nun gut. Nun gut. So, guck mir mal die... Wo ist die Schriftrolle denn? Schriftrolle. Ich finde sie gerade nicht, aber... Nein, ich wollte die nicht nehmen. No, jetzt habe ich einen Heiltrank genommen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn hier hinziehen. Alchemie. Fläschchen, Mana-Trank. Na, wie dem auch sei. So, latschen wir nochmal hier rum. Und Goldmünzen. Ein kleines Schild. Können wir das Schild ausrüsten? Wahrscheinlich sogar, ne? Kampf. Schild. Wir haben einen Schlüssel. Ein Truhenschlüssel vom Hof, der nah am Strand liegt. Hm. Haben wir irgendwas verpasst? Ich hoffe nicht. Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Schwache magische Heilung. Benötiges Mana. Ach, cool. Ich glaube, wir können wir schon zaubern. Ah. Haben wir den jetzt einfach? Ich bin leicht verwirrt. Ein Grabstein. Ein Grab. So enden wir alle mal. Komm doch mal. In Frieden. Okay. Haben wir auch das gesehen? Und wir kommen daher. Also. Oh, hier ist noch eine Pflanze. Und auf geht's in den Untergrund. Hallo? Ist hier? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Eine schwere Truhe. Kriegen wir die auf? Ah ja. Wir sind ja auch schwer im Business. Ja. Warum lässt man hier Gold liegen? Und warum hast du eine Maske auf? Na, wollen wir gar nicht so anfangen. Wasserfackel. Okay. Sieht aus wie Gräber und Steine. Ich frage mich, was das hier ist. Eine Art Verlies, aber dann gibt es doch keinen Hebel. Ich frage mich, wie das funktioniert, so ganz ohne Elektrik. Alter, hört sich das gruselig an. Ich will natürlich auch nichts verpassen, aber wenn ich mein Schwert raushole, dann kann ich nichts aufheben. Es hat gejuckt.
Schnuppern wir mal hier rein. Alter. Alter. Alter, Alter. Sollten wir da runter? Ich glaube ja nicht. Also, ein Nein, komm, wir gehen da nochmal runter. Den Spaß lassen wir noch nicht entgehen. La la la. Was ist denn hier? Oh, ein Raum. Oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ach so. Das ist dieselbe Tür. Ach so. Das war dieselbe Falltür. Wir sind hier nochmal runtergelatscht. Na dann. Hier ist jemand schweres Asthma, würde ich mal meinen. Lass mich durch. Ist alles so schief hier und... Oh, ist das schön. Das finde ich ja so krass gerade bei dem Spiel. So von so einer richtig bedrückten Stimmung zu etwas Wunderschönem. Oh, wir mussten da gar nicht durch, fiel mir gerade auf. Ups. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Weiter geht die Reise. Und ich hoffe, wir gehen gerade nicht zurück. Doch. Oder? Wir gehen jetzt. Oh. Also ich bin auch verpeilt, ne? Unfassbar. Unfassbar. Irgendwas? Ah, ein Igel! Der kommt gleich angerannt. Ich spüre sowas. Gegen den kann man ja nichts machen. Angriff ist hier die beste Verteidigung. Er boxt mich gerade. Out. So, jetzt würde ich meinen, dass wir das nehmen. Und wir können anscheinend wirklich schon zaubern. So, müssen wir jetzt hier oben lang? Ich weiß gerade wirklich nicht, wo wir lang müssen. Vielleicht hier lang. Ein Haus. Vielleicht finden wir jemanden. Ich sage mir aber währenddessen mal, was ist hier passiert und wo sind wir überhaupt? Und warum sind hier so... Ich habe gelesen, dass hier die ganzen komischen Monster seien, weil die Götter die Erde verlassen haben. Und die ganzen Wesen, die aufgehalten haben oder nicht auf die Erde gelassen haben, jetzt auf der Erde sind. Also meine ich gehört zu haben. Und was ist das für ein komisches Piepen gerade? Halt, Börschchen. Wow. Was machst du hier? Ich bin ein Schiffbrüchiger. Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Du bist doch verrückt. Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Zum Beispiel deine. Wir können später weiterreden. Das Witzige, er sagt, du bist doch verrückt. Und dann zieht sein Schwert wieder in die Scheide rein. Und dann sagt er, ja, willkommen zu Hause. Ein roher Bollen. Noch ein roher Bollen. Und ein Brot. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Schlösserknacken versteht er nichts. Dann brauchen wir wieder einen Stuhl. Einen Schlüssel. Finden wir denn hier irgendwo einen Schlüssel? Einen Schrank. Ein Schlüssel. Ein Trank. Bolzen. Denk mal, dass der Schlüssel da oben noch reinpasst, wo wir gerade waren. Wenn nicht, dann fresse ich einen Besen. Einen Besen. Okay. Ich nehme zurück, weil ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Waffe drin. Ne? Ein Schwert. Klingschaden 15. Bogen und Pfeil. Dietrich. Kleine Karte der Insel. Okay. Das hört sich doch Judan. So, Schwert,
15 und zawusch. So. Ja, wir haben aber keinen Bogen. Deswegen bringt uns das nichts. Aber wir haben jetzt einen Heiltrank. Habe gelernt, ich trinke nicht direkt. Und noch ein Trank der Regeneration. Ach, das ist doch mal was. Und er wartet hier drauf auf uns. Ist auch so ein heißer Tag heute. Okay. Woran ist dieses Schwert eigentlich rangemacht? Auch in Actionfilmen, da ziehen die das Schwert immer so nach hinten, aber da ist nichts. Was ist das? Vielleicht ein Magnet? Also, Magnet würde. Ach, egal. Komm, ich habe ein Schwert gefunden. Na, siehst du. Du kennst dich gut hier aus? Ich habe eine Frau in dem Süden zurückgelassen müssen. Ganz ehrlich, ich will die Frau gar nicht mehr du mithaben. Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen... Und Kekse? Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Also gehen wir entweder zum Lager oder zur Hafenstadt. Oder zur Frau. Also entweder gehen wir zum Lager oder zur Hafenstadt. Ich sag mal ins Lager. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem, folge mir. Im Let's Play klingelt's natürlich. Ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Nick? Ja. Willst du gleich mit uns mit einkaufen? Eigentlich nicht, nee. Warum nicht? Weil ich noch Schulsachen machen muss und andere Sachen. Ach so. Was andere Sachen? Ja, spielen zum Beispiel. Ah ja, okay. Und dann beschwer dich mal nicht, wenn das Essen, was du essen möchtest, ich mag es nicht sorgen, ne? Na, dann frag doch lieber, was ich möchte. Ah, okay. Zum Beispiel? Zum Beispiel Äpfel oder... keine Ahnung. Zum Beispiel Milka-Schokoladentafel. Also doch jetzt Äpfel. Isst du die wieder? Ja. Und Milka-Schokoladentafel. Okay. Ja, ja, ja. Ach, jetzt Essen oder Süßigkeit? Ja. Alles klar, okay. Und eine Schokomilch. Schokomilch? Ja, Kakao. Okay. Ding. Ja, bring dann dir zwei mit. Okay, alles klar, ciao. Tschüss. Ja, wir haben noch nicht mal eine Folge, in der wir nicht gestört werden. Und damit würde ich mal die Folge auch hier beenden. Und in der nächsten Folge erfahren wir, wo es zum Lager geht. Es gibt echt keinen einzigen Part, wo nichts gestört wird. Naja, bis zum nächsten Mal bei Risen.